Hi Leute, willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Ich habe die Mission jetzt noch nicht komplett gemacht, außer hier beim Galgen war ein Kopf versteckt. Und ja, im Prinzip habe ich halt einfach alle abgeschlachtet. Vermerke. Ja, los, komm doch mal her, ich muss dich umbringen. Los, komm schon, noch näher. Danke. Zack. Das sind jetzt Gegner. Yep. So. Die sabotieren wir. Hier sind jetzt nur irgendwo noch Köpfe rumliegen. Aber ich muss hier gerade nicht angezeigt. Also keine Säcke oder so. Oder alle Säcke sind einfach nur weg. Oh, was ist denn jetzt hier mal los? Ah. So. Zack, ein Schlüssel. Okay. Wofür ist der Schlüssel? Für eine Tür, nehme ich mal an, oder? Na, runter. Einfach mal nur fallen lassen, Arno. Ich drück schon B. Lass dich einfach fallen, Kumpel. So. Das hier? Lass den Schläger mal wieder verjagen. Muss ich hier vielleicht irgendwo hoch? Warum stoßt du die nicht ab? Ist hier irgendwo ein Fenster offen oder so? Sieht nicht so aus. Warum wird hier auf dem Dach was sein? Das glaube ich nicht. So. Und zack. Ach, das ist was anderes. Wo sollen denn jetzt so weiter die Köpfe sein? Hä? Wie jetzt? Ah, jetzt. Wir haben mir wohl die Köpfe angezeigt. Ausrennen. So. Jagen den aber davon. So, kommt er jetzt noch näher ran oder nicht? Ich lasse den erstmal kurz mal ein bisschen weg. Wir müssen nach da hinten. Man jagt hier dann echt ganz schön lange die Köpfe. Hätte ich eigentlich jetzt nicht erwartet gehabt. Komm, da bin ich unten dicker. So. So. Weg. Kann man jetzt hier rein? Nee. Ist ein Gegner? Nee. Wo muss ich hin? Hier ist auf jeden Fall ein Aufzug. Ah, zack. Ah, da ist ein offenes Fenster. Ah. Wir müssen. Oder ist das bloß dieses Artefakt? Hier gibt's Alarmglocken. Ah ne, du bist das Artefakt. So. Okay, ich will.
A muss man gedrückt halten, B für niederschlagen. Ja, das muss einer mal sagen. Wow. Das muss doch mal einer sagen. So, sind jetzt hier die Köpfe drin? Ja. Der hat... Okay, das ist echt eklig. Na, schließen. Ah, okay, da ist einfach ein Schild drin. Nee, ich möchte ihn jetzt plündern. Ach, da hätte ich. So, will man mit Madame Tussauds sprechen. Wo war das Fenster? Hier, ne? Ne, hier. Hier war das Fenster. So. Und drüber. Ui. Naja, bitte, hat's länger gedauert, wie erwartet. Zeitlupensprung. Okay, also ab und zu ist jetzt hier doch mal so ein bisschen... Hinterstehe ich dann doch mal... Wow. So. Sing, sing. Runter hier. Na, geh doch mal runter, Arno. Einfach runter gehen, mein lieber Kumpel. Weg. Sing, sing, sing. So, zack, zack, zack. Und runter. Und auf zu Madame Tussauds. Da ist er doch. Ihr habt sie. Nun kann ich die Totenmasken machen. Oh, in was für einer Welt wir leben. Okay, mir war eigentlich so, dass doch immer eine Cutscene kommt. Aber wohl dann doch nicht. Haben wir noch eine Mission, die leicht ist hier in der Umgebung? Ich scheine jetzt nur diese blöde Begleitermission hier zu sein. Okay, machen wir mal noch. Also mal gucken, ob wir die hier noch machen. Ob wir die hier noch schaffen, diese Begleitermission. Ich. Komm zurück, du Stinker! Ich hab hier 20 cm Stahl für dich! Ja. So. Haust du jetzt ab? Jawohl, ja, haut ab. Geht sofort weiter. Natürlich geht so ein bisschen Spielzeit drauf, wenn ich gerade andersweitig abgelenkt bin. So. Akzeptieren und nachverfolgen. Hey, das gehört mir. Extremist. Da läuft ein Dieb. Ja. So, da ist auch ein Extremist. Lalala. Mit A kann man auch wieder schnell gehen, wie mir scheint. So, was machen die da? Vergewaltigt er die? Oh, verdammt! So. Oh. Zack! Zack, tut mir leid, Kumpel. Oh, und nein. Ah. Dieser Schuss hat mir den Rest gegeben. Ich glaube, irgendwie ist es so ein Let's Fail. Was soll das, Tohuwabohu? Ja, irgendwie so ein echter Let's Fail hier. Habe ich trotzdem abgeschlossen? Eigentlich schon, ne? So, dann gehe ich mal noch ganz kurz wieder zurück ins Café. Und dann machen wir noch die Hauptquest nochmal. Ich bin überlegen, ob ich jetzt wirklich gleich mal Edward
Rüstung anlege. Weil die fände ich eigentlich ganz cool. Aber erstmal möchte ich mal noch. Ich glaube 1000 kostet, glaube ich, das der nächste Ausbau, ne? Ach du, was ist das für eine grüne Truhe? Was ist das hier für eine grüne Truhe? Ich habe einen Brief für euch. Er liegt in eurer Kammer. Ah ja. Ach, das ist mein Einkommen. Es kam ein Brief für mich. Und wo ist meine Kammer? Renovieren. So. Der Brunnen wurde seit Jahren nicht genutzt. Es ist schön, wieder frisches Wasser zu haben. Ah, okay. Aber warum gehört das zur Fassade? Das ist interessant. So. Jetzt. Okay. So. Habe ich eine neue Mission freigeschaltet hier irgendwo? Da hinten. So, wo soll jetzt hier ein Brief? Oben. Ich möchte erstmal noch mal kurz gucken, was der Brief ist. Das finde ich doch ganz interessant. Würde mich doch sehr interessieren, Briefen, was damit auf sich hat. Muss ich erstmal nur den Weg dahin finden in mein Gemach. Von Elise. Lesen. Paris, 23. September 1788. Lieber Arnaud, ich hätte nie gedacht, dass Paris so langweilig sein kann. Kannst du dir das vorstellen? Die großartigste Stadt der Welt und ich sitze von morgens bis abends in endlosen Vorlesungen. Das ist schlimmer als in diesem Winter in Straßburg. Erinnerst du dich daran? Es hatte eine Woche lang geschneit. Wir konnten das Haus nicht verlassen und alle Bücher in der Bibliothek waren auf Deutsch. Wir haben dem Koch weisgemacht, dass ein alter fränkischer Prinz im Haus spukt. Okay, es dauert mir so ein bisschen zu lange. Ja, ich weiß, was ich tue. Also, wir kriegen Briefe von Elise, okay. Wow, das sieht schon mal eigentlich ganz nice aus. Hey gesagt. So. Toilette. Es ist wirklich ein Radassassin, okay. Das hier kann man jetzt an der andenken, okay. Ich möchte mir mal ganz kurz erstmal diesen Aussichtsturm holen. Oh, den sollen wir aufhalten. Zack. Bitteschön. Zack. Habe ich den für euch geholt. Fehlt noch ein Massenereignis. Und dann mal gucken, was man dann für als Belohnung bekommt. Das würde mich ja schon so ein bisschen interessieren. Ups. Okay, now it's probieren. Okay, nee. Und spring auch noch. Ist die Frage, wie komme ich jetzt? Wow! Ja, klettern wir mal den Notre Dame mal hoch. Ist ja nicht so, dass man das alltäglich macht. Also, dass man das nicht alltäglich macht. So was macht man ja wirklich alltäglich, glaube ich. Na ja, los, und hoch, Arno. Ist das noch weit? Na, kannst du da nicht hochspringen? Das ist ja hier echt allerhand hier. Das ist ja sowas von verwinkelt.
So. Oh, so knapp. Ja, das ist auf der anderen Seite. Da siehst du aber auch. Ah! Mann! Knappe Kiste. Ich dachte schon, das war's jetzt mit uns. Ich will runterfallen. Jetzt nicht daran. Hier kannst du auch. Na! Arno! Mein lieber Arno! Wo ist das hier? Ne, ist doch ganz oben, oder? Sehe ich jetzt gerade gar nicht. Kann man nicht hier weiter hochklettern? Ah! Oh, mein Herz! Da ist auf jeden Fall so Kistensprung. Komm ich denn da hin? Ah, okay. Ich muss hier einen Weg finden. Hochzuklettern, wie mir scheint. Hier gibt's auch keinen Weg. Ah, doch, hier gibt's einen Weg. So. Also man muss quasi von dem einen Türmchen zum anderen. Ah, komm hoch. So. Zack. Wow. Oh, da kriegt man schon leicht Panik. So. Das sieht schon verdammt geil aus. Das sieht echt geil aus. Hat was, also ist schon echt riesig. Paris ist wirklich, also Assassin's Creed Unity ist echt schon der Wahnsinn von der Größe. Sieht echt, ey, da würde mir schlecht werden. Wow. Bam. Der Wahnsinn. So, dann machen wir noch jetzt hier, also starten wir zumindest und werden wir dann im nächsten Part erst anfangen. Die Quest. So. Belohnung kriege ich eine Rüstung. Oder wie? Henkersbeil. Ich mache diesen Part kürzer. Ich fange das die Mission erst. Mache ich erst im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, Däumchen hoch und beim nächsten Mal einschalten. Bis dahin, macht's gut, liebe Freunde.